Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Video auf Easy Money. Oh, erstmal Gameplay starten. Mein Gott, ist es lange her, dass wir die Quarterback-Karriere gezockt haben, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch Madden spielen kann, weil ich so lange nicht gespielt habe. Mein Unikurs ist heute ausgefallen, deswegen kann ich heute endlich mal wieder die Zeit nutzen für ein Madden-Video, Digga. Ich habe mies Bock. Ich habe sehr krass vermisst, Alter. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es ziemlich mau die ganze Zeit ohne Madden-Videos so. Von daher, wenn ihr genauso froh seid wie ich, dass wir wieder Madden-Videos am Start haben, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Eigentlich haben wir gesagt, wir tragen diese Easy Money Kette nur bei Ultimate Team, aber da ich Ultimate Team ewig nicht gezockt habe und auch echt nicht weiß, wann ich das wieder zocke, dachte ich mir, komm, Alter, wir hauen die Easy Money Kette auch jetzt raus, weil im Endeffekt spielen wir ja hier mit Eric Money. Und Shoutout Full Clip Vintage für das T-Shirt. Dank der Diät passt es jetzt auch langsam mal. Gut, Leute, wir stehen 6 und 5 und haben jetzt gerade gegen die Patriots gezockt, so wie es aussieht. So wie Njoku hier drauf ist, haben wir auch gewonnen. Wir advancen mal die Woche und wir gucken uns auch gleich erstmal das Team an, weil ich muss wirklich sagen, es ist so lange her, ich kann mich an kaum irgendwas erinnern. Wir machen als erstes die Side Activities. Oh, Important Appearance, okay, nehmen wir. Wir haben auf jeden Fall hier wieder einen ordentlichen Speed Bonus. Ich glaube plus 4 Speed, das ist stark. Weekly Goal, nehmen wir die 40 Yards, würde ich sagen. Ich glaube, das ist machbar. Ich erinnere mich wieder, wir hatten ja den Trick rausgefunden, dass man mit Play-Action-Spielzügen ziemlich gut rasieren kann in dem Spiel. Entweder man rennt selber oder man hat meistens oder oft auf jeden Fall einen freien Mann. Das müssen wir uns hier merken. Natürlich auch vor allem gegen die 7 und 3 Bengals, Alter. So, aber als erstes, wie gesagt, gucken wir einmal kurz ins Team rein. Wir sind ein 87er Overall, haben jetzt 89 Speed für dieses Spiel. Wurfstärke ist nur 88. Die sollten wir vielleicht mal ein bisschen ausbessern. Kurz, Mittel und auch lange Genauigkeit beim Werfen ist sehr, sehr gut mit 92, würde ich sagen. Throw Under Pressure 96, richtig stark. Play Action ist nur 70, okay, das ist krass. Vielleicht sollten wir da mal dran arbeiten, wenn wir jetzt vermehrt mit Play Action zocken, ne? Running Back haben wir natürlich das Monster Nick Chubb. Amari Cooper ist unser Top Receiver, dahinter Sutton, dann Gomez und dann Schwartz, okay. Tight End natürlich Star Njoku. Left Tackle 83er, stabil. Left Guard sehr, sehr stark. Center mäßig. Right Guard mega stark und Right Tackle auch mäßig. Left End ist Clowny, nehmen wir auf jeden Fall. Miles Garrett natürlich brutales Tier. Defensive Tackles sind so lala. Left Outside Linebacker Avery, naja. Middle Linebacker ist unser bester, ein 75er. Weiß ich jetzt nicht. Right Outside Linebacker Owusu Koramoah, JOK, Jock, sehr, sehr wild. Denzel Ward Cornerback, geil. Newsom, zweiter Cornerback, auch nice. Free Safety John Johnson ist schön. Delpit mit 80er ist auch okay. Kicker York, da geht die Moral irgendwie, oder? Liegt's an der Moral? 49 Moral nur. Verkackt er seine ganzen Field Goals oder was? Beim Panther auch. Den geht's anscheinend nicht so gut irgendwie. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ohne viel Hackmack, jumpen wir direkt rein ins Spiel gegen die Bengals, Alter. Als wäre nichts gewesen, als wäre diese lange Pause gar nicht da. Ab geht's, los geht's. Da kommen wir rausgelaufen mit dem Visier. Sieht immer noch genauso nice aus wie damals. Lol, 0 von 1111? Hä, was ist das für eine Statistik da gerade gewesen? Gegen Joey Brr, natürlich hier. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich muss sagen, Joey Burrow ist mittlerweile echt einer meiner Lieblingsquarterbacks in der NFL. Also, ich mag den sehr gerne. Kommt aber natürlich nicht annähernd an Taylor Heinicke ran, ne? Macht euch keine Sorgen. Der spielt ja jetzt bei den Falcons, deswegen bin ich auch echt am Überlegen, mir ein Falcons-Heinicke-Jersey zu holen. Auch wenn er da vielleicht nicht starten wird oder wahrscheinlich nicht starten wird, keine Ahnung. Ist aber eigentlich auch egal, weil mir geht es auch eigentlich nur darum, ein geiles Heinicke-Jersey zu haben. Ich habe nämlich auch noch keins von den Commanders. Also von Heinicke. Nee, Moment mal. Allgemein von den Commanders habe ich noch gar kein Jersey. Dann müsste ich mir eigentlich auch mal ein Commanders Heinicke Jersey holen. Alright, Bengals scoren hier direkt einen Touchdown im ersten Drive. Ist natürlich nicht so geil für uns. Wir fangen an mit dem Play Dagger und gucken mal, was hier gehen wird. Boah, habe ich das lange nicht gezockt, Alter. Erstmal erster Run und direkt Fumble. Ja. Digga. Perfekter Auftakt, Alter. Direkt gefummelt. Wir haben Glück, dass unser O-Liner raufgesprungen ist. Okay, ganz ruhig. Wir dürfen hier nicht so nervös und Butterfinger haben. Ganz ruhiger Start ins Spiel. Wir lassen jetzt erstmal Nick Chubb laufen. Ganz entspannt. Okay, Nick Chubb, schöne Lücke gefunden. Ich block hier noch einen Linebacker oder DB richtig weg. Dritter und zwei haben wir. Das ist auf jeden Fall machbar. Cooper könnte da vielleicht auch einen Shot sogar kriegen. Aber wir nehmen erstmal einen Joku. Safe Nummer hier. Schön, und der rennt richtig weit.
Erstmal müssen wir wieder das Momentum von den Bengals runterpushen, weil das ist schon wieder viel zu weit hochgefahren. Deswegen bitte jetzt eine Completion nach der anderen. Hier und wieder. Sehr schön, den hat er, Alter. Geil. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal unseren ersten Play-Action-Pass raus, Leute. Nehmen wir einfach mal den hier. Vielleicht Cooper, vielleicht ein Joku, vielleicht Bryant. Sutton sehe ich eher nicht. Ansonsten rennen wir selber. Oh, der ist frei. Geiles Play, Alter. Sehr schön, Mann. Wir hauen direkt noch ein Play-Action hinterher. Diesmal hoffe ich auf einen Joku. Shit. Wegwerfen. Okay. Damit lebe ich, Digga. Hauptsache keinen fetten Sack kassieren. So, der Coach hat Z-Spot vorgeschlagen. Joku bezweifle ich, je nachdem wie der DB sich bewegt. Vielleicht wird Chubb dafür aber frei. Gucken wir mal. Ja, ein Joku. Geil. Geil, geil, geil. Also, auch wir scoren in unserem ersten Drive direkt einen Touchdown. Ich hoffe, der Kicker macht seinen Extrapunkt rein. Ja, macht er. 7-7. Oh, wow, okay. Bengals scoren direkt wieder einen Touchdown. Wir haben das Drive-Goal jetzt 20 Rushing Yards zu holen. Gucken wir mal. 6 Minuten noch. Okay, also das zweite Viertel hat jetzt gerade angefangen. Mal sehen. Da haben wir... Passt doch! Digga! WTF, was war das, Alter? Hat zum Glück jetzt noch geklappt, aber das war ganz weird. Interessantes Play. Und ciao, Kakao. Sliden. Wow, okay. 2-1, ganz ehrlich, ich glaube, ich wechsle jetzt auf den Run um. Auto Handoff. Ich könnte auch zu Cooper passen, der wird wahrscheinlich auch den einen Yard da machen, aber wir lassen ihn einfach hier laufen. Nick Chubb regelt. Sehr schön. Ja, Joku für ein First Down und mehr. Geil. So, ich hoffe auf Bryant. Boah, alter Schwede. Wegwerfen. Nein, wir haben es nicht geschafft, den wegzuwerfen. What the fuck, Digga. 2-35 jetzt. Damn, Alter. Warum hat er den denn nicht mehr weggeworfen? Boah, das ist natürlich krass. Jetzt haben wir einen 2-35. Alter Schwede, die kommen wieder durchgeblitzt. Gib mir ein bisschen Platz. Schöner Pass, Mann, ey. Das, also in echt wäre dieser Wurf unfassbar schwierig. 12 Yards haben wir hier immerhin gemacht. 3-23 jetzt, Alter. Ich weiß nicht, wir probieren es mal mit dem hier. Da haben wir ein paar tiefe Routen. Vielleicht kriegen wir Cooper, die stehen one high. Ah, weiß ich nicht. Ja, nee, war zu. Ich hätte gehofft, dass Cooper vielleicht irgendwie einen krassen Catch macht. Jetzt haben wir leider unser Drive-Goal auch nicht geschafft mit den 20 Rushing Yards. Aber viel wichtiger, was wir nicht geschafft haben, also viel blöder quasi, ist, dass wir den Ausgleich nicht geschafft haben. Aber wir kriegen den Ball nochmal. 1:43 noch vor der Hälfte. Okay, vielleicht geht noch was. Okay, wir starten an der eigenen 31. Gucken wir uns das mal an. One high, vielleicht Cooper auch. Komm, Cooper, komm. Ah, schade. Ich dachte, er hat den... Warum joggt der da eigentlich? Ein Joku, was ist denn mit dir los, Junge? Ich hoffe auf Cooper, also dass wir da so schön über den Linebacker reinpfeffern können. Oder Gomez, wenn der DB über Gomez ein bisschen nach innen geht. Ah, er geht sogar nach außen, sehr schön. Das ist ja noch besser, Digga, perfekt. Oh, wir haben nur noch 1,5 Minuten, ich mach mal noch Huddle. Nehmen wir den hier. Starker Wurf, Alter, starker Wurf und starkes Play, let's go. Nochmal No Huddle. Wir gehen Verticals. Ja, der ist wieder da. Sehr schön. Jetzt sehen wir eine Timeout. Interessantes Play. Vielleicht ein Joku? Ja, komm. Ah ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Hat fast das First Down geholt. 2-1. Wir laufen den Ball jetzt einfach mal. Boah, ist da viel Platz. Komm, Junge. Ah, okay, so viel hat er jetzt nicht draus gemacht. Wir haben noch 25 Sekunden, sind an der 6 First and Goal. Okay. Ja. Rein da. Rennt er rein? Jawohl. Ich wollte schon sagen, Alter, wenn der sich jetzt an der 1 stoppen lassen hätte, wäre mau gewesen. Aber okay, wir sind drinnen. Nice. Wir sind in der zweiten Hälfte. Es ist Ausgleich. Wir haben den Ball. Läuft gut. Das Momentum ist da auch in der Mitte ganz normal. Okay, ganz kurzer Pass für ein paar Yards, okay. Ja, nehmen wir, reicht aber nicht ganz für ein First. 3. und Inches, wir kommen mit dem Stretch Run. Ich hätte mir eigentlich eher was durch die Mitte gewünscht, aber okay, wir probieren es.
Jawollo, ich hatte kurz Angst, Alter. Wenn das jetzt in die Hose gegangen wäre, wär richtig mau gewesen. Ja, nehmen wir. Vor allem hinsichtlich unseres Drive Goals, da brauchen wir nämlich 7 Pass Completions, sind solche kurzen Pässe echt stabil. Komm. Ach, gut. Ich hatte kurz Angst, dass der die wieder runtercuttet und dann eine Interception holt. Ich denke, ja, was für ein Eierwurf, Junge. So, vielleicht ein Joku. Jawohl. Easy peasy, Alter. Sehr schön. Vielleicht Cooper. Quick out, Cooper. Oh, Junge, ey, war das close. Eine Pass Completion brauchen wir in dem Drive noch, dann kriegen wir 100 Punkte, Alter. Geil. Play Action. Weiß nicht, Digga, das sah jetzt nicht so oft so offen aus da mit dem Joko. Der war schon gut abgecovert. Cooper hier für einen Touchdown? Vielleicht? Nee, safe. Oh, falscher Knopf! Okay, aber es trotzdem hat trotzdem funktioniert. Ich wollte X drücken eigentlich auf den Joko, weil der war noch viel freier. Das war ein wildes Play, Alter. Lass das mal nochmal zocken. Diesmal nicht. Okay, haben wir gut gerettet. Was wäre denn, wenn ein Joko hier einen Touchdown holt? Ich weiß ja nicht, wie der Outside-DB sich verhält. Die sind one high, also vielleicht droppt er einfach nach hinten, dann wird es auf jeden Fall kein Touchdown. Aber wenn er in der Flat bleibt... oh. Komm, rennen wir selber, Digga. Pff, alter Schwede, was für eine Massenattacke. Wir wurden ja übelst auseinandergenommen. Holy moly, was ein Play. Hier nochmal die Wiederholung, Alter. Zack, Digga. Und 5 Typen schmeißen sich rauf, ey. Wir probieren es erstmal mit einem Run durch die Mitte. 10 Sekunden noch von der 1. Okay, ein Chubb. Ein Chubb wahrscheinlich, oder? Digga, ich meinte Nick Chubb, Alter. Starker Cut und dann stiffer für den Touchdown, Junge. Zack, Digga, macht er den Cut und juckt den aus, ey. Stark, Junge. Schade, schade, schade. Defense hat nicht standgehalten. Die Bengals scoren den Ausgleich. Wir probieren es mit einer Play-Action. Wir sollen in diesem Drive mindestens einen Pass werfen, der 15 plus Yards geht. Das probieren wir jetzt hier mal direkt mit diesem Play-Action-Play. Jawohl, Digga. Komm! Oh, das gibt's nicht! Schade, schade, Schokolade. Da habe ich eigentlich schon die Completion gesehen. Wir probieren es mit dem hier. Ich hoffe auf Cooper. Komm! Ja, stark, Digga. Wichtig ist eigentlich, dass wir jetzt die Zeit gut spielen. Einfach ein bisschen runterlaufen und zur Not am Ende einfach ein Field Goal nehmen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass Madden tatsächlich das oft verkackt, ich weiß nicht, in Form eines Bugs oder so, dass der Coach, wenn man dann rausgenommen wird, die Zeit einfach auslaufen lässt und gar kein Field Goal schießt. So, das haben mir auch andere Leute erzählt, dass sie das bei Madden erlebt haben. Und das ist natürlich Katastrophe. Ich wollte eigentlich noch Dreieck passen. Okay, 3. und 9 jetzt. 3. und 9. Ich hoffe hier auf Gomez, um ehrlich zu sein. Ja, Mann. Komm. Stark, Alter. Let's go. Jedenfalls wegen diesem Bug mit dem Field Goal ist es für uns wahrscheinlich die sicherste Variante, so viel Zeit wie möglich runterzunehmen und dann Touchdown zu scoren. Da man sich einfach auf das Field Goal-Ding nicht verlassen kann. Das ist natürlich blöd und unrealistisch, aber na, it is what it is, ne? Ich lass mal die Zeit noch ein bisschen ticken. Ja, okay, 3 Yards. So, Bengals haben jetzt ihre erste Timeout genommen. 1 Minute 22, 3. und 4. Der Coach wollte, dass wir laufen. Wir probieren es mit diesem Trap Run. Ah, der tankt sich dann nicht gut genug durch. Shit, 4. und 1. Nimmt der Coach uns raus. Ich hätte ja No Huddle gedrückt, aber geht nicht, wenn die Bengals eine Timeout nehmen. Ja, wir werden rausgenommen. Okay, jetzt wird's interessant. Okay, Field Goal ging rein. Oh, und die Bengals machen auch ein Field Goal. Boah, Junge, noch 37 Sekunden, 3 Timeouts, Alter. Let's go. Jetzt wird's richtig spannend. Zack, erster Pass completed. Wir nehmen unsere erste Timeout. Let's go. Ey, wir sind jetzt schon fast an der Mittellinie. Die stellen sich jetzt negativ auf. Und das Play ist eigentlich unnötig. Wir brauchen gar nicht so krass tiefe Bomben. Wir brauchen einfach nur ein bisschen... ein paar Yards, Digga, damit wir dann ein Field Goal machen können. Oh, shit, ich war schon über die Linie rüber, das gibt es nicht. Oh, das ist bitter, Alter. Das ist bitter. Wir sind jetzt, wo sind wir jetzt? An der 42, 2015, okay. Und nur noch 26 Sekunden, okay. Jetzt müssen wir smart spielen, Leute. Die gehen wieder mega tief. Ein Joku,
Ja, da ist halt sehr viel Platz, bis er mal an der Sideline ankommt. Das ist eigentlich blöd, weil wir wollen ja die Zeit stoppen. Shit, Digga. Och, wirf den doch weg, Alter, das gibt's nicht. Wir müssen unsere Timeout nehmen. Warum wirft er den denn nicht weg? Ey, der hat so einen langsamen Release beim Wegwerfen. Man wirft die Wegwerftaste und es passiert erstmal eine Sekunde gar nichts. Okay, 3. und 21. Gomez, der hat den Junge, let's go! Wir nehmen eine Timeout. Wir sind an der 34, wir haben keine Timeout mehr, 12 Sekunden noch. Können wir von da ein Field Goal? 34 plus 17 sind 51, ja. Also könnte man schaffen. Wir werden auch rausgenommen. Boah, jetzt hängt's von unserem Kicker ab, Digga. Komm schon, Alter. Bitte mach den rein. Bitte. Ehrenmann! Let's go, Digga. Let's go. Wow, Junge, was für ein spannender Sieg hier im ersten Spiel back mit den Madden-Videos, Alter. Crazy gegen Joey Brr und die 7 und 3 Bengals. Jetzt 7 und 4 Bengals und wir stehen übrigens jetzt 7 und 5, also fast gleich auf. Okay, Leute, ich musste mir mal kurz einen Apfel holen. Apple. Nice. So, View Gold. Ja, Moment mal ganz kurz. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich hätte außersehen bis zu den Playoffs vorgeskippt, weil wir hier kein Spiel haben und hier jetzt das Playoff-Picture steht. Aber ich bin nur in der Bye-Week. Boah, ich dachte kurz, ey. Okay, View Playoff-Picture. Sind wir aktuell drinnen? Nice, Mann. Wir sind aktuell drin und würden sogar gegen die Bengals zocken. Wild. So, Leute, wir haben eine weitere Woche Advanced und müssen jetzt heute oder diese Woche gegen die Ravens ran. 80 Yards laufen würde uns 200 Punkte geben. Das Ziel probieren wir. Bei uns zu Hause gegen die 5 und 7 Ravens. Ich weiß gar nicht, wer zockt denn da jetzt auf Quarterback eigentlich? Das müssen wir gleich mal nachgucken. Außer wir sehen ihn hier schon in der Vorschau. 17 Interceptions sind immer noch deutlich zu viel. LOL, Sam Darnold. Stimmt, da war ja was. Lamar Jackson war ja weg. Also mit Sam Darnold 5 und 7. Ja, okay. Also aus dem Playoffs sind sie noch nicht komplett raus. Let's go! Okay, Ravens scoren direkt einen Touchdown. Nicht schlecht, Herr Specht. Haben damit direkt auch ihre erste Momentumstufe erreicht. Das wollen wir natürlich rückgängig machen. Und ich würde sagen, das probieren wir direkt mit einem Play-Action, der sich gewaschen hat, Alter. Ich hoffe auf einen Joku. Mal gucken. Bruh. Digga, ich war mir zu 100%ig sicher, dass er den über ihn rüberwirft quasi und nicht direkt in seine Arme, Alter. Also besser kann man in ein Spiel definitiv nicht starten, würde ich sagen. Die Ravens scoren direkt noch einen Touchdown. Pass of 30 Yards machen wir hier, also einen 30-Yard-Pass sollen wir einmal anbringen. Digga, also das ging ja gerade mal gar nicht. Was war denn das für ein Start in dieses Spiel? Okay, das ist wieder abgecovert, wir rennen selber. Oh, Stiffarm, sein Urus-Vater, Junge. Get off me, hat er hier gesagt, Eric Money, Alter. Good job. Nehmen wir. So, kleiner Lauf mit Nick Chubb oder vielleicht auch ein großer. Na, der Cutback war richtig dumm, Alter. Also rechts war deutlich mehr Platz. Sieht aus, als würden die Man spielen. Boah, da kommt der Druck. Ja, werfen wir weg. 0 von 2, eine Interception. Also das ist wirklich eine richtig geile Deadline bis hierhin, Digga. Da, Njoku. Schön. Richtig schön ins Window. Jetzt müssten wir aber langsam mal unseren 30-Yard-Pass anbringen. Ansonsten wird es hier nichts mehr, weil das Feld wird immer kürzer. Das ist alles zu, Alter. Die, also Play-Action verteidigen die gerade sehr, sehr gut. Vielleicht hier auf Njoku? Gucken wir mal. Damn, Junge! Ja, okay, haben wir wenigstens noch ein Yard draus gemacht, ne? Probieren wir es mit dem hier. Bro, warum kommen die denn die ganze Zeit so schnell durch, Alter? WTF. Ich glaube, in solchen Situationen muss ich dann aber auch lernen, den Ball einfach früher wegzuwerfen, weil so ein fetter Sack, das bringt auch niemandem was. Und vom realistischen Standpunkt auch mal betrachtet, macht so ein Quarterback natürlich auch keinen Sinn, den Sack einzustecken, wenn er den Ball auch hätte wegwerfen können, einfach wegen dem unnötigen getackelt werden so. Digga, die führen 21-0, die ziehen uns gerade einfach extrem ab. WTF, Alter, mit Sam Darnold, Junge. Wollt ihr mich rollen? Da ist er! Ey, er verzieht den Ball, ich glaube es nicht. Bro, was ist denn in diesem Spiel los, ey? Die Bye-Week hat uns anscheinend nicht gut getan. Ich hoffe auf einen Joku. Mach mal einen nasty Cut, Junge.
Schön, Alter, let's go. War zwar kein nasty Cut, aber hat gereicht, dass er einfach eine stinknormale Cornerroute läuft. Wir müssen aus der Possession hier einen Touchdown machen, damit wir mal nicht komplett den Faden verlieren in dem Spiel. Sehr schön, Alter. Wir sind noch Huddle gegangen. Gucken wir mal, Gomez ist da für ein paar Yards. Reicht sogar fast für einen First Down und wir wurden schon wieder hier gesackt, Alter. Beziehungsweise fast gesackt und es hat tatsächlich für einen First Down gereicht. Sehr schön. Alright, gucken wir mal. Sliden. Auf gar keinen Fall jetzt ein Fumble riskieren. 8 Yards nehme ich mit. Probieren es mit einem Halfback Slip Screen. Wir können übrigens nicht mehr fummeln. Unser X-Factor ist aktiviert. Let's go. Da ist Platz. Das ist ein fast ein Touch und ich wollte schon jubeln. Okay, wir sind an der 2. So, Leute, wir probieren den einfach reinzutanken mit Nick Chubb, Alter. Komm, Junge. Komm. Ey, lass dich doch nicht von der Nummer 6. Ich weiß nicht, ist das Queen oder keine Ahnung. Lass dich doch nicht von ihm einfach so tackeln, Bro. Hau einen Stiffarm raus und tank dich da rein jetzt. Los! Digga. Ist der lost? Wir probieren es mit einer Read Option. Third and Goal. 26 Sekunden noch, okay. Dann müssen wir übergeben. Komm, Nick Chubb. Ja, let's go. Wichtig und richtig, Alter. Okay, Defense, jetzt halt mal bitte Stand. Okay, gut, wir kriegen den Ball. Okay, dieser Drive sollte auch sitzen. Wir müssen aufholen. Da dürfen wir uns jetzt eigentlich keine Fehler mehr erlauben. Boah, block doch, Digga. Was ist los mit dir? Aber okay, X-Factor regelt für den First Down, Alter. Let's go. Eric Money ist hyped, Alter. Yes, sir, Junge. Read Option haben wir wieder am Start. Müssen wir übergeben. Und das funktioniert gut, Alter. Schöner Lauf, Nick Chubb. So, interessantes Play-Action-Play beim 2. und 1. Boah, unser Receiver ist irgendwo hängen geblieben. Aber okay, First Down haben wir. Wir haben jetzt 41 Yards gemacht. In dem Spiel war ja unser Ziel 80 Rushing Yards. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Gucken wir mal. Da war das close, ey. Junge, Gott sei Dank hat der DB so langsam reagiert. Okay, Counter Run mit Nick Chubb. Ja, da ist viel Platz. Okay, sind 5 Yards ungefähr. Nehmen wir. Read Option ist wieder am Start. Den rennen wir selber. Komm, Junge, komm, Junge, komm, Junge. Geil, geile Nummer, Alter. Nächster Counter-Run, diesmal wieder von Nick Chubb. Ja, 2 Yards. Der Coach schlägt gerade unnormal oft Read-Options vor, Alter. Der weiß natürlich auch, dass unser X-Factor an ist. Müssen wir übergeben, leider. Oh, okay, schön, Alter. Tankt sich durch bis 3. und Inches, okay. Warum hat er den nicht übergeben? Ich habe X gedrückt gehalten. Wir haben so ein Glück, dass wir hier nicht einen Sack kassiert haben oder so. 3. und Inches. So, wir lassen Chubb laufen. Ich weiß, es ist gerade todesrunlastig. Aber wir müssen wirklich vorsichtig jetzt spielen, beziehungsweise halt ohne Fehler so. Und da ist der Lauf natürlich weniger fehleranfällig als der Pass. Aber hier vielleicht Cooper. Ja, nehmen wir. Oh, okay, an der 3, 3. und 1. Unser Drive-Goal war übrigens auch noch ein Rushing-Touchdown selber zu machen, deswegen probieren wir es hier nochmal mit einer Read-Option. Ja, der steht schon sehr weit außen da. Ich weiß nicht, ob wir den selber ziehen können. Doch, können wir. Geil! Komm! Let's go, Digga! Was für ein Drive, Alter. Stark, Mann. Sehr, sehr stark. Ah, shit, Digga. Die haben wieder gescored hier. Zwar nur ein Field Goal, aber 10 Punkte aufholen. Wird sehr, sehr schwer. Komm, Junge. Renn! Renn, Alter! Let's go! Let's go! Touchdown, Baby! Let's go, Mann! Okay, wir sind in Business, Alter. Komm schon. Jawohl, Mann! Defense hat standgehalten. Okay, wir sind mit 3 Punkten hinten. Das könnte hier auf jeden Fall für uns die Möglichkeit sein, die Führung zu übernehmen oder zumindest auszugleichen. Wir brauchen auch diese 80 Rushing Yards, deswegen wir machen jetzt mal hier ganz in Ruhe, ne? Wir haben ja jetzt Zeit, den mussten wir leider übergeben. Okay, Nick Chubb tankt sich gut durch, wir gehen noch Huddle. Gleiches Play nochmal. Diesmal rennt er voll rein. Ah, komm! Na, ah, das gibt's nicht, Alter. Ich dachte, da kommen wir noch rum, ey. Ah, shit, Mann. Und wir haben damit unseren X-Factor verloren, weil es anscheinend Minus-Yards waren. Da ist sehr viel Platz. Den Tank der weg wie sonst was, Alter. Geil! Okay, Play-Action ist am Start. 2 Minuten noch. Ja, Mann. Ja! Oh nein, bitte gib mir kein Holding, ey, bitte! Ja!
Nehmen wir, Alter. Nehmen wir. Let's go. Warte mal, kann ich die aktuellen Stats sehen? Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Rushing Yards habe ich denn jetzt gerade. 73. Okay, wir brauchen noch 7 Rushing Yards, Leute. Das sollten wir doch schaffen. Oh, was für ein Cut. Yo, was war das für ein kranker Cut? Ich dachte, wir rennen safe ins Aus. Auf einmal wird er wie ein Magnet zurück aufs Feld gezogen. Holy moly, Alter. Das war wild. 1,5 Minuten noch. Field Goal reicht für den Ausgleich, aber natürlich nicht für den Sieg. Deswegen, ich würde schon gerne einen Touchdown machen. Ah, okay, 2 Yards. Was schlägt der Coach vor? Okay, der will auf jeden Fall aggressiv passen. Vielleicht Gomez. Ansonsten werfe ich den, glaube ich, weg. Gomez, Gomez. Ah, Digga. War ein Contested Catch. Ich sag ja nicht, dass der easy war, aber ein NFL-Receiver kann ihn auch fangen. Shit, Digga, 3. und 8. Jetzt kommt's wirklich drauf an. Das ist alles dazu. Vielleicht Nick Chubb. Er schafft es nicht ganz, sich durchzutanken. 4. und 1 können wir dafür gehen. Nein, können wir nicht, Alter. Der Coach nimmt uns raus. Der will also ein Field Goal nehmen. Was ist passiert? Nein, Alter, sag mir nicht, das Field Goal wurde einfach verschossen und wir haben verloren, ey. Bro! Oh mein Gott, Digga, das gibt's nicht, Alter. Was für eine unnötige Niederlage, Bro. Wir haben uns so schön zurückgekämpft, Digga, und dann so der Kicker verkackt das Field Goal, ey. Bro. Okay, wir haben auch unseren Teil zur Niederlage beigetragen. Wir haben eine Interception geworfen und von daher, it is what it is. Damit stehen wir jetzt 7 und 6. Unnötige Niederlage, Digga. Richtig unnötige Niederlage. Aber gut, passiert, ne? Was soll man machen? Fokus liegt auf dem nächsten Spiel und auf der nächsten Woche. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Ballert die Likes mal richtig voll. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, euer Eric.